Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Sensalon. Dieser züngelnde Geselle hier stellt das neue Untotenmodel dar. Ja, Zunge mit Animation. Darauf hat die Welt gewartet. Und ich konnte es mir halt nicht nehmen. Da ich die Untoten sowieso generell nicht wirklich mag, konnte ich es mir nicht nehmen. Die einzige wirklich gültige Form, wie ich finde, zu erstellen. Untot damit es mit Kreuz im Gesicht und Zunge. Ja, es ist das Kreuze. Wir haben heute jetzt den Magier in petto. Ich hoffe mal, dass es bei den Talenten jetzt nicht so viel Unterschied gibt wie beim Druiden. Wie gesagt, wir haben eine Schadensklasse, eine pure Schadensklasse, aber auch nur zwei Möglichkeiten, Specs auszutesten. Ich fange einfach mal an und lese mich mal eben drüber über den vermeintlich besten Talentnamen, den es seit WoW eigentlich gibt. Viel zu stark. Passiv. Das Wirk von Arkane Geschosse verringert euren Effekt Arkane Macht um 2 Sekunden. Ja, Arkan. Overpowered, was will man mehr sagen? Fehlt halt ich. Ein neues Schmankerli, Leckerli. Für alle Magierschaftler ist das Kristallprisma. Conjures a prismatic crystal at the target location, which is attackable by only the mage, and takes 30% additional damage. When the crystal takes damage, it instantly releases a burst of energy dealing death damage, split evenly between all enemies within 8 yards. Also kurz und knapp, du stellst zum Kristallprisma her, attackierst das mit was auch immer für welche Styles, und das verteilt sich dann innerhalb von 8 Metern auf alle Gegner. Klingt ganz fett. Und Meteor. Ruft einen Meteor herab, der nach 2,89 Sekunden am Zielort landet und 11.427 Feuerschaden verursacht, der gleichmäßig zwischen allen Zielen innerhalb von 8 Metern verteilt wird. Der Meteor verbrennt außerdem den Boden, wodurch Gegner in dem Bereich 8 Sekunden lang alle 1 Sekunden zusätzlich 914 Feuerschaden erleiden. Ja, riesiger fetter Meteor, kommt herunter, macht Bumm, macht AOE, hinterlässt Feuerboden, macht auch Damage, macht auch viel Aua. Uiuiuiui. Jetzt ist mir noch gerade aufgefallen, diese instabile Magie kommt mir relativ neu vor. Auch der Magier ist so ein Exemplar, was ich relativ wenig spiele. Ich spiele hauptsächlich echt nur Mönch. Ich lese mich mal eben kurz drüber, vielleicht kommt es mir wieder bekannt vor. 20% to explode on impact, dealing additional 20% damage to target and to all other... Es kommt mir trotzdem irgendwie relativ neu vor. Wir werden jetzt erstmal den Feuermage testen. Genau. Ziehe ich mir mal eben ein paar Styles rein. Frostfire Bolt. Eisblock, ganz wichtig. Flammstoß. Keine Brillanz. Das Drachenodem packe ich mir auch noch hier rein. Der Infernschlag. Den hatte ich immer hier. Ich kann jetzt nachher mal zu Orgrimmar teleporten und mal gucken, ob es da irgendwie was Neues mittlerweile gibt. Ja, Portos und so, ne? Bloodlust. Ach, jetzt habe ich mir eine schon wieder. Ah. Ja, ja, so kann es gehen. Versengen. Packe ich mir auch mal eben hier runter. Eine ist schon alles andere. Ja, müsste eigentlich so passen. Von den Glyphen hier gibt ist, glaube ich, nicht wirklich was Neues. Würde mich zumindest wundern, wenn... Nein, alles beim Alten. Dann fangen wir mal mit den Talenten an. Wie auch hier habe ich wieder relativ wenig Ahnung oder relativ, wie soll ich sagen, ein schlechtes Gedächtnis.
Oh, Blinzeln. Sollte ich auch noch mitnehmen. Heiße Sohlen. Ich weiß gar nicht, nimmt man die Zeitverschiebung jetzt noch mit oder ist die eigentlich eh überflüssig? Ich nehme es einfach mal mit, ist ja egal. Ring des Frostes. Eisschutz klingt ganz nett. Kauterisieren, ist klar. Ich glaube, mittlerweile ist die Living Bomb wieder relativ wichtig. Ich habe immer nur Frostmage gespielt, bis. Ja, bis halt Thron des Donners anfing. Und dann war ich ja nicht mehr so aufs Twinken aus. Wen wundert's? Spiegelbild ist jetzt ein Talent. Alles klar. Frost des Beschwörers. Magical Energy flows through you while in combat, building up to 20% increased damage and then diminishing down to 4% increased damage. Aha. Sind trotzdem die Spiegelbilder. Da wir jetzt Feuermage sind, haben wir hier ein neues Talent. Nennt sich Zündeln. Statt viel zu stark. Ein passives Talent. Kritische Treffer eurer Zauber Feuerball, Pyroschlag und Infernoschlag verringern die verbleibende Abklingzeit von einer Stunde um eine Sekunde. Gar nicht mal so übel. Aber mich würde jetzt eher das Kristallprisma reizen. Welches ich mir auch gleich wieder hier reinziehe. Und gleich mal ausprobiere. Wie viel Abklingzeit hat das Ding? Eine Minute. Na gut. Ich stelle es mir mal hier hin. Sieht so aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Okay. Ist es so, dass das Ding nur noch explodiert? Ich sollte das wohl vielleicht mal bei einem Mob testen. Wäre eine gute Idee. Übrigens, ich habe hier einen Positiv-Buff. You feel like anything is possible. Buhui. Woran auch immer das liegt, dass ich diesen Buff gerade kriege. Wir suchen uns jetzt mal hier eben einen Mob. Brennende Gletscher. Ich krieg schon wieder zeitverzögert Schaden. Das ist gar nicht so gut. Ich versuche jetzt mal hier ein Prisma hinzustellen. Nämlich so. Und werde dann mal eben einen Pyroschlag draufballern. Ah. Fetzig. Echt cool. Das geht doch bestimmt auch mit Frostattacken. Dann habe ich jetzt, glaube ich, als Feuermage gar keine Frostattacken zur Verfügung. Wisst ihr was? Dadurch, dass ich ja Magier bin, werde ich das Ganze mal in der Hauptstadt testen. Da habe ich Zeit und Ruhe, kann umskillen, kann hin und her skillen. Portal nach Orgrimma. Es gibt dann noch Portale, nicht mehr teleportieren. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich warte. Ich warte immer noch, ich warte, dankeschön. Hä? Ich bin nackig, fast nackig. Wo ist mein Zeug? Das werde ich mir mal eben ganz kurz noch ansehen. Als Magier hast du ja die Möglichkeit. Na gut, Teleport gibt's doch, habe ich Blödsinn erzählt.
Als Magier gibt es ja die Möglichkeit, schneller hin und her zu switchen. Ich will mir jetzt mal eben ansehen, wie das dunkle Portal jetzt aussieht, wo wir schon mal hier sind. Die Stufen des Schicksals. Ah, hier gibt es Magister von Silbermond und Herbeizauberer von Gnomeregan, die einen in die jeweiligen Hauptstädte der Fraktionen bringen. Aha, jetzt bin ich also in der Scherbenwelt. Das ist höchst interessant. Was passiert wohl, wenn ich jetzt durch das Portal hindurchgehe? Funktioniert wohl nicht. Was ist ja seltsam. Ja, vermutlich noch versperrt, gesperrt. Wie auch immer. Ist jetzt nicht so schlimm. Ja, wir sind auf einer Mission. Wir wollen mal sehen, ob sich was in Orgrimmar mittlerweile verändert hat. Eine der, wie ich finde, wichtigsten Neuerungen wäre, dass endlich mal Garrosh aus dem Thronsaal verschwindet. Ich lasse mich einfach mal überraschen und gucke, ob sie es getan haben. Nein, kein Video. Nein, er ist immer noch hier. Und Standbildschirm. Oh, jetzt bin ich wieder Nicht und niemand wird uns aufhalten. da. Ja, Nazgrim, der eigentlich gar nicht mehr dastehen dürfte. Von ihm mal abgesehen. Ich bin mal gespannt, wann Blizzard das jetzt ändert. Zeit wird's. Ich kann Garrosh schon nicht mehr sehen. Hier tut sich trotzdem ziemlich viel, muss ich ja sagen. Da ist ein Verkäufer. Hier sehen wir dann das Model des Beta Instance Teleportation. Hier sehen wir dann das Model des jungen Khadgar. Der hat schon das neue Menschenmodell inne. Mal sehen, was der da für mich hat. Umhang, auch der Meisterschaft. Okay, da kriegst du Verzauberungen auch noch dazu. Ja, so viel dazu. Gibt es nicht wirklich irgendwie was Spezielles, Besonderes? Enttäuscht mich gerade so ein bisschen. Okay. Der teleportiert mich in Instanzen, das werde ich mir auch mal zu Gemüte führen. Und der Khadgar bringt einen, wie gesagt, in den Tanaren-Dschungel, da wo wir vorhin quasi jetzt in der Höllenfeuerinsel waren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn da gibt's die Einführungsquests für die Premade-Chars, die Level 90er-Chars. Das Anfangsgebiet auf gut Deutsch. Speak with Thrall, the Shattered Landing. Okay, die Quest gibt's wohl schon, wo die Iron Horde einfällt. Okay, jetzt sind wir an den verwüsteten Landen. Wie ich schon gesagt habe, ist ja da jetzt die Belagerung. Ich würde mal interessieren, wo jetzt gerade das Portal steht, wie es da aussieht. Genau, da haben wir das Portal. Das bedeutet, die Eiserne Horde müsste da eigentlich auch gleich irgendwo dann auftauchen. Ja, da sieht man es schon. Kriegsfürstin Zaela. Zaela. Ist das die Zaela? Die welche Zaela? Kann das sein? Kann ich mir gut vorstellen, aber dass die so lange überlebt hat und dann im Endeffekt downgegradet wurde. Sachen soll es geben. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich hier durchhusche. Okay, so wie es aussieht, sind die Portale generell nicht aktiv gerade. Ja, hier das Zeitreise einmal eins. Hier war ja hier HDZ2 und so, ihr wisst schon. Oder
dann die Horde quasi, die Orks, richtig reinkamen. Nach Azeroth. Ja, wir hatten vor, uns jetzt trotzdem weiter die Talente anzusehen. Deshalb gehe ich mal wieder zurück mit meinem halben Nackedei-Magier. Wo meine Kleidung hin ist, würde mich interessieren. Feuer haben wir ja, wie gesagt, schon gesehen. Wo ich gleich hier bin, werde ich mal eben zum Magierlehrer huschen. Der ist ja, glaube ich, hier irgendwo. Oder? Magier, hallo. Hexenmeister, Hexenmeister. Ach, die sind ja hier, glaube ich, gar nicht. Die sind nur oberhalb. Ich finde es schön, dass hier die Wachen zusammenhalten. Kampfhaustiertrainer. Berufsportale. Klassenausbilder. Für Magier. Tal der Geister. Okay. Man merkt, dass ich echt nicht so oft den Magier spiele. Sonst wüsste ich vermutlich sowas, oder sollte ich so etwas wissen. Ach, das ist im Trollviertel drin. Erkundet Durota. Wuhey! Der ist hier irgendwo. Angellehrer. Hier oberhalb. Priesterlehrer. Ah, da drin müssen die sein. Magierlehrer, da haben wir. Man kann wohl jetzt über die, die Klassenlehrer hinweg die Feuerprobe betreten. Klassenspezialisierung zurücksetzen. Kostet 31 Gold, okay. Natürlich gehen jetzt hier diese Styles auch nicht mehr. Ich nehme jetzt ich nehme jetzt Frost. So. Da haben wir als Talent Thermale Lehre. Passiv. Das Wirken von Eislanze verlängert euren Effekt Eisiader um 2 Sekunden. Okay. Ja, das Kristallprisma kennen wir ja schon. Und den Kometenhagel. Stimmt, den Meteor wollte ich dann noch zeigen. Lässt eine Folge von 7 Eiskometen auf das Ziel und seine Umgebung herabfallen, von denen jeder 1258 Frostschaden verursacht, der auf alle Gegner innerhalb von 4 Metern um den jeweiligen Einschlagsort aufgeteilt wird. Ja, auch wieder ein AOE. Ja, ich gehe mal zu den ersten Trainingspuppen und bemerke schon wieder, dass ich schon wieder Überlänge kriege. Sollte ich mich mal so ein bisschen beeilen. Ich lasse jetzt einfach mal die anderen Talente so, wie sie sind. Eisnova zum Beispiel. Das ist, glaube ich, neu. Ja, stimmt, das ist neu. Nehme ich mal mit. Frostbombe kennen wir ja schon. Ich nehme mal eher eine abgeschiedene Puppe. So wie die da. Und pfeffer meine Eislanze dran. So wie jetzt. Funktioniert also auch. Ja, ich muss den. Ich bin im Kampf verwickelt, klar. Wo ist jetzt der eine Zauber, den ich da gelernt habe? Eisnauer zum Beispiel. Gefrorene Kugel. Ach, da war noch eine Seite. So kommen wir nie weiter. Ja, Abklärzeit auch. Komm, gib Gas. Tue ich mal die zweite Talentspezialisierung währenddessen. Für Arkan.
Große Unsichtbarkeit. Also, erstmal die Spezialisierung wählen, ne, für die Talente. Da haben wir dann hier schon Supernova. Also, a pulse of arcane energy around the target enemy or ally, dealing 4,045, Verzeihung, arcane damage to all enemies within 8 yards and knocking them up. A primary enemy target will take 100% increased damage. Also jetzt die Frostnova. Da haben wir hier noch die Arkane Kugel. Schießt eine Arkane Kugel von der Position des Magiers aus nach vorne ab, die bis zu 40 Meter zurückliegt. Gegner, die sie auf dem Weg berührt, erleiden 2784 Arkanenschaden. Gewährt dem Magier jedes Mal, wenn sie Schaden verursacht, eine Arkane Aufladung. Ich nehme jetzt aber trotzdem nochmal das Kristallprisma. Supernova, Kristallprisma und Arkane Geschosse, Arkanbeschuss. Ich habe relativ wenig Ahnung. Verzeiht die Talentpunkte, alles klar. Spiegelbilder. Ich habe relativ wenig Ahnung vom Arkanmagier aktuell. Wird sich vielleicht gleich zeigen. Okay, das funktioniert auch. Also das Prisma stelle ich mir für einen Arkanmagier verdammt cool vor. Okay, das ist der neue AOE. Wir skillen dann mal wieder um auf Frost. Abklickzeit. Na komm. Na komm. In der Zwischenzeit die Eisnova. Sieht wie folgt aus. So. Jetzt haben wir Kometenhagel. Den haben wir hier. Einfach mal, um es zu sehen. Ach, ich muss erst ein Ziel wählen. Nämlich so. So sieht der Kometenhagel aus. Aber wie gesagt, jetzt tusche ich nochmal eben zum Magierlehrer. Weil ich ja besagtes Feuertalent vergessen hatte. Wobei, die Arkane Kugel habe ich auch noch nicht, ne? Oh Mann. So viel zu tun, so wenig Zeit, so wenig zu merken. Es ist einfach viel zu heiß aktuell. Ich schieb's einfach mal auf die Hitze. Arkane Kugel. Da. Arkane Kugel. Schießt die Arkane Kugel nach vorne, okay. Das müsste so funktionieren. Okay, die hätte vermutlich explodieren sollen. Wollte sie wohl nicht. Ist nicht schlimm. So. Dann mal eben zum Magierlehrer. Ich habe fast schon wieder Überlänge gekriegt, ne? 92 Gold. Meine Güte, teuer. Teuer, teuer, teuer. Ja, ist klar, okay. Als Magier hast du dann die Druckbälle. Ist auch irgendwo logisch. Und dann nehmen wir den Meteor mit. Druckwelle geht jetzt wohl aufs Ziel. Und dann suchen wir auch noch schnell den Meteor. Den können wir doch bestimmt ohne Ziel beschwören. Ja, sehr schön.
Und, ich gucke auf die Uhr. Bam. Nun sehe ich gerade irgendwie vom AOE-Effekt nichts. Naja. Das war's mit der flinken Zunge. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Beta, stelle die nächste Klasse vor, was auch immer. Bis dahin und ciao, ciao.